Hallo Roland. Hallo Roland. 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 23:58. Was sagen Sie zu Ihrer Zeit? Sind Sie zufrieden mit Ihrer Vorstellung? Nun ja, wenn man die Umstände bedenkt, hier das 24-Stunden-Rennen, 30 Grad, nur Sand, Staubwolken ohne Ende. Und die ist 24 scheint Stunden mir lang? Das eine ganz gute Zeit zu sein. 23:58, man bemerke, keine 24. Sie sind praktisch unter der magischen 24-Stunden-Zahl mit Ihren Runden. Das ist mit doch sympathisch. Zeigen Sie mal Ihre Schneidezähne. Da fehlt was. Sie hatten nicht eine Auseinandersetzung mit Ihren Kontrahenten? Nein. Abseits der Strecke? Das ist der Staub. Das ist der Staub, der setzt sich fest. Also der hält sich dann am Belag praktisch. Da Sie heute Morgen noch nicht dazu gekommen sind, Ihre Zähne zu reinigen, vor lauter Rennstress, okay. Um Ihren Kameraden aus der Ende des Interviews. Zu jetzt, Roland, wie war's? Ja, gut. Junge, Junge, oder? Junge, Junge ist immer. Jedes Mal. Immer mal wieder, Junge, ja. Junge. Und auch Georg. Georg, was meinen Sie zu dem heutigen Tag? Scheiß mach ich nie wieder. Scheiß mach ich nie wieder. Jetzt komm. Wie kommst du jetzt da drauf? Marcel und selber? Rundenzeit von Pepe, wie viel? Ja, das möchte. Rundenzeit Pepe? 16:58. Der Pepe? Yes. Der Danny 19? Tja. Das ist ja unglaublich. Und die andere Nasebohrer bei ihm? Kann ich leider nicht sagen. Steiner hast du nicht gefilmt. Stopp. Sehen wir alles. Morgen im Internet. 16 ist aber gut, hä? Da hast du mehrere gestoppt oder bist du eine? Seine Kumpels sind auch mal 22 und 20 gefahren. Und Pepe hat auch 20 gefahren. Aber die beste war die 16er. Das ist gut. 16:58. Der hat auch nicht abkürzt. Nein, Pepe, der hat nicht abkürzt. Ich glaube nicht. Also, Ende des Interviews. Ciao.